Herzlich willkommen, liebe Fans der Salzburger Austria! Miro, nach der 0-2-Niederlage vor vergangenen Samstag gegen Wattens holt sich heute die Austria das entsprechende Selbstbewusstsein für diese zwei harten und entscheidenden Spiele gegen den FAC mit dem 3-0-Sieg gegen Hart. Das ist richtig und es war sehr wichtig, dass wir heute gewonnen haben für Selbstvertrauen, wie du gesagt hast. Und jetzt bin ich noch zuversichtlicher, dass wir gegen FAC dann die Relegation gewinnen können. Und jetzt darf man offiziell darüber sprechen, jetzt können wir offiziell nach diesem Match an die Relegation denken. Wie wird es angelegt? Wie schaut die Vorbereitung aus bis zu dem Spiel am 2. Juni am Montag in Wien? Wir werden morgen trainieren und am Samstag ist frei. Am Sonntag ist Training und anschließend fahren wir nach Wien und dort werden wir uns auf das Spiel vorbereiten. Was hast du für ein Gefühl? Eigentlich gutes Gefühl. Das ist ein gutes Zeichen. Miro, danke bisher und alles, alles Gute. Danke. Marco, heute 3-0 gewonnen gegen Hart. Schon mit mir gesprochen, nötiges Erfolgserlebnis für Wien. Ja, ich glaube, dass das schon wichtig war, dass wir heute drei Tage vor dem wichtigen Relegationsspiel nochmal wieder auf die Siegerstraße gekommen sind nach dem Wattenspiel. Und ich glaube, dass heute für die Bedingungen ganz okay war. Die Bedingungen sind unglaublich, es ist zum Haare raufen, es regnet und regnet. Aber du hast schon immer gesagt, es zählt nur der Aufstieg, der Torschützenkönig, der Nächste ist der eigentlich wurscht, der Titel. Aber trotzdem, Wattenspiel erst am Samstag und du hast zumindest zum Simon Zanger mit deinem Treffer in der 90. aufgeschlossen mit 27 Toren. Ja, die wichtigen Spiele sind Mittwoch und Donnerstag nächste Woche. Jetzt habe ich einmal aufgeschlossen und der Simon am Samstag sein Tor macht, dann ist er absolut verdient, Torschützenkönig. Sollte auch keins machen, sind wir so wieder zu zweit. Und passt auch. Und Momentaufnahme in einer guten halben Stunde wirst du den Meisterteller, den Meisterpokal. Es gibt nämlich heuer zwei, eine vom SCV. Und sonst, wir machen uns ja auch immer einen selber, damit er sicher schön ist. Entgegennehmen kann man es trotzdem ein bisschen genießen, auch wenn man im Hinterkopf natürlich schon bei der Relegation ist. Ja, natürlich. Das Momentum selber ist natürlich schön. Auch für die Fans klasse, dass da einfach ein bisschen feiern können heute. Natürlich, die Witterung macht es nicht jeder Wahl, ist nicht gerade eine Feierlaune. Aber für uns Spieler ist es wichtig, dass man das natürlich professionell mitnimmt. Dass man sich da auch feiern lässt, aber dann muss auch der Fokus auf Montag gelten, weil das Spiel wird schwer genug. Alles, alles Gute für dieses schwere Spiel. Danke, Marco. Raffi Reifezammer, 3-0-Sieg im letzten Meisterschaftsspiel, niemand verletzt, gutes gegangen, nichts ist geschehen. Naja, einiges ist geschehen. Wir haben eine sensationelle Meisterschaft jetzt mit, glaube ich, 79 Punkten beendet und ich kann nur sagen, danke, dass ihr dabei sein habt dürfen in der Austria-Familie und ein großes Lob, ja, an Marco und an die ganze Mannschaft, die was die ganze Saison unglaublich an Teamspirit gezeigt hat und ja, dann ist das rausgekommen. Manchmal sagt man, geile Sachen kann man nicht toppen, können wir schon, nämlich mit dem Aufstieg. Entscheiden dann die zwei Spiele, die uns jetzt bevorstehen am 2. und am 5. Juni gegen den FAC. Ja, absolut. Also für mich fängt jetzt die Rechnung wieder bei Null an. Das ist jetzt abgeschlossen, 30 Spiele sind vorbei, die Meisterschaft ist vorbei und jetzt fängt eine neue Meisterschaft an mit zwei Spielen und da kann es auch wieder nur eine Marschrichtung geben und das ist auch ganz klar, dass wir da drüber kommen. Okay, jetzt kurz genießen, die Meisterehrung hinten bei der Bühne und dann volle Konzentration auf die zwei Aufgaben. Danke, Raffi.